Schule einmal anders. Mit Hake und Schaufel, mit Säge und Hammer. Schüler, Eltern und Lehrer werkelten 2 Tage gemeinsam an der Burgwaldschule. Im ersten Bauabschnitt von insgesamt 8 haben die fleißigen Helfer einen Teil des Außengeländes naturnah gestaltet. Bergsteigerwände und ein Kletteraufstieg sind so entstanden. Eifrig wurden 25 Kubikmeter Holzschnitzel angekarrt, als Schutz für die neuen Flächen. Die Idee zur Umgestaltung war entstanden, als feststand, dass die Burgwaldschule zur Ganztagsschule werden sollte. Schulleiter Helmut Klein freute sich über die große Resonanz bei den Helfern. Besonders viele Mütter und Väter kamen in Arbeitskleidung und mit Werkzeug zum Schulhof und packten gleich mit an. Im kommenden Jahr soll es mit dem nächsten Bauabschnitt weitergehen. In Planung ist zum Beispiel eine große Rutsche, Sitze im Außenbereich der Cafeteria und eine Erneuerung des Schulgartens.